Hier, Leben Wrestling. Nächstes Wyatt-Strowman-Match wird cinematisches Match. Laut Russ Geary wird Bray Wyatt nach seinem WrestleMania-Match gegen John Cena ein weiteres Match mit starken Filmelementen haben. Die kreative Planung für sein Match gegen Braun Strowman bei Extreme Rules übernimmt dem Bericht zufolge Wyatt selbst mit Unterstützung durch Jeremy Borash und Triple H. WWE will wieder vor Zuschauern drehen. Dave Meltzer berichtet, dass WWE eine lokale Produktionsfirma in Lakeland für Aufzeichnungen am 24. und 27. Juli kontaktiert hat. Vince McMahon wolle zu diesem Zeitpunkt als erster Veranstalter wieder vor Publikum auftreten. Da der Termin noch nicht verkündet wurde, sei es aber möglich, dass der Termin auf Anfang August verlegt wurde. Velveteen Dream vor dem Aus bei WWE. Der Twitter-Account des Madman Podcast behauptet unter Berufung auf zwei separate Quellen, dass die Tage des als Velveteen Dream bekannten Patrick Clark bei WWE gezählt seien. Gegen den NXT-Wrestler waren in den letzten Tagen erneut Vorwürfe der sexuellen Belästigung Minderjähriger aufgekommen. WWE hat sich zu diesen Vorwürfen noch nicht geäußert. Sean Ross Sapp bestätigte, ähnliche Berichte gehört zu haben. Er berichtet außerdem, dass Clark kürzlich in einen Autounfall verwickelt war, das Krankenhaus inzwischen aber verlassen habe. WWE versucht Roster zum Schweigen zu bringen. Russ Geary hat ein Statement eines anonymen WWE-Wrestlers veröffentlicht, in dem dieser schwere Vorwürfe gegen WWEs Umgang mit der aktuellen Krise vorbringt. Demnach seien alle Wrestler angehalten, über eventuelle Infektionen nur mit ihren nächsten Angehörigen zu sprechen und diese Informationen im Besonderen nicht über soziale Medien zu teilen. Außerdem sei der Umgang mit dem Coronavirus bisher erschreckend fahrlässig gewesen. So hätten manche Performer die Freigabe für den Ring erhalten, obwohl sie sich erst vor kurzem an hochfrequentierten Orten wie Freizeitparks aufgehalten hätten. Das Statement reiht sich in Berichte ein, dass dem NXT-Publikum das Tragen von Masken während der Aufzeichnung untersagt wurde. Unterdessen will WWE offenbar erneute Tests durchführen, da man die aktuellen Ergebnisse anzweifle. Wenn ihr Lust auf coole Zusatzformate habt und Spotfight gleichzeitig unterstützen wollt, dann werdet jetzt Kanalmitglied. Liked gern dieses Video und schreibt uns eure Meinungen. Und wenn ihr euch außerdem für aktuelle Wrestling-Analysen interessiert, schaut gern mal drüben auf dem Spotfight-Podcast-Channel vorbei.